Hallo allerseits. Heute möchte ich euch den mathematisch-physikalischen Salon vorstellen. Den Salon findet ihr im Dresdner Zwinger. Der wurde übrigens 1709 als Orangerie und Garten erbaut. Herr Plassmeier, was ist eigentlich der mathematisch-physikalische Salon? Der mathematisch-physikalische Salon im Dresdner Zwinger ist das älteste Museum hier im Zwinger, seit 1728 hier untergebracht, damals als Palais des Sciences eröffnet worden, als ein Wissenschaftspalast, in dem die wissenschaftshistorischen Sammlungen aus den fürstlichen Sammlungen untergebracht wurden. Bitte stellen Sie uns die einzelnen Bereiche des Salons vor. In diesem Raum der sogenannten Langgalerie geht es thematisch um den Kosmos der Fürsten. Es geht um die Mathematik und Mechanik hier im Dresdner Hof in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das große Thema der Landesvermessung. Kurfürst August war einer der ersten Territorialfürsten, die systematisch ihr Territorium vermessen und in Karten niedergelegt haben. Hier erlernte Alexander von Humboldt den Umgang mit dem Sextanten. Es geht um die frühesten mechanischen Weltmodelle, Himmelsmodelle, die den Lauf der Gestirne, der Planeten zeigen. Und es geht um Figurenautomaten, sozusagen der erste Versuch Ende des 16. Jahrhunderts, Skulpturen mit Leben zu erwecken. Die Sammlung ist der erste Teilbereich des mathematisch-physikalischen Salons und wir zeigen hier in der Bogengalerie unter dem Titel Der Lauf der Zeit die Entwicklung der mechanischen Uhren in Europa von der Renaissance bis in das 19. Jahrhundert hinein, das heißt bis zur Gründung der Uhrenindustrie im erzgebirgischen Glashütte. Sammlung ist auch die Globensammlung im 20. Jahrhundert nach musealen Kriterien aufgebaut worden. Sie beginnt im 13. Jahrhundert und hat als Highlights eine Mondkugel, einen Globus des Mars und viele Kuriositäten, die es hier zu entdecken gibt. Hier ist die Keimzelle der Sammlung und genau das zeigen wir. Es ist das physikalische Kabinett mit den ganzen Brennspiegeln, Elektrisierapparaten, Vakuumpumpen. Mit bis zu 1500 Grad bohrte man sich hier durch Metall. Es ist ein Observatorium, das hier provisorisch eingerichtet wurde und bis 1928 Bestand hatte. Und es ist der Zeitdienst, der Dresden mit der Uhrzeit versorgt hat. Dass es hier im Zwinger eine präzise Zeit gab, hat sich sehr schnell in Dresden herumgesprochen. Von hier aus wurden Dresdens Uhren gestellt. Dazu hat man einen Sonnenstrahl isoliert, der über den Meridian diese Mittagslinie gewandert ist. Und wenn der Sonnenstrahl die Linie erreicht hatte, dann mussten die Uhren auf 12 Uhr gestellt werden. Diese Uhr besteht aus 360 kleinen Zifferblättern, hat aber nur ein Uhrwerk. Im mathematisch-physikalischen Salon findet ihr natürlich nicht nur Instrumente der Zeitmessung. Hier findet ihr auch diese Vakuumpumpe von Jakob Leupold, eine der ältesten Rechenmaschinen von 1650, oder diese sächsische Erfindung, eine Elektrisiermaschine aus dem 18. Jahrhundert. Wer Dresden besucht und etwas über unsere Welt oder den Zwinger in seiner Geschichte oder über sich selbst erfahren will, der muss hier in den Zwinger. Übrigens könnt ihr im Zwinger neben dem mathematisch-physikalischen Salon auch die Gemäldegalerie Alte Meister mit der berühmten Sixtinischen Madonna und die Porzellansammlung bestaunen.